Du hast zu Hause eine neue Kaffeebohne stehen, möchtest den Mahlgrad an deiner Mühle perfekt darauf einstellen oder vielleicht hast du auch schon seit eh und je die gleiche Kaffeebohne zu Hause und weißt nicht so richtig, ob du mit den richtigen Einstellungen oder mit anderen Einstellungen vielleicht noch bessere Ergebnisse in der Tasse erzielen könntest. Dann geht es dir jetzt wie mir vor 10 Jahren. Ich habe mir dann alle Infos überall zusammengelesen, habe zahlreiche Videos geschaut, Kurse besucht und eigentlich wollte ich nur genialen Espresso machen. Deshalb hier heute in dem Video meine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wenn ich entweder eine neue Bohne habe, das Maximum aus der bestehenden Bohne herausholen möchte oder ich ein neues Setup habe. Los geht's! Hey du! Hast du gewusst, 95% der Leute, die unsere Videos schauen, haben unseren Kanal noch nicht abonniert. Das ist eine Katastrophe, uns wird das riesig helfen, deshalb einmal abonnieren, Video liken, kommentierbar fragen, vielen, vielen Dank dafür und jetzt geht's auch wirklich richtig los mit dem Video. Also ran an die Mühle und mit meinem Schritt 1 starte ich mit der Wahl vom Rezept. Und zwar, wenn ich eine neue Bohne habe oder eine Bohne, die ich vielleicht nicht so gut kenne, ich kenne den Röstgrad nicht, ich kenne vielleicht den Geschmack nicht, dann nehme ich gerne mein Standardrezept. Ich nehme 18 Gramm Kaffeepulver, ziehe also einen doppelten Espresso damit, nehme 45 Gramm Espresso in meiner Tasse und ich schaue, dass das in 30 Sekunden passiert. Das ist so ein Hybridrezept, das hat sich bei mir recht gut bewährt und etabliert. Ich kann dann alles auf das einstellen, habe dann einen guten Richtwert. Ich weiß auch, wie die Stärke und wie der Espresso mit dem Rezept etwas schmeckt. Und ich kann dann von dort aus schön alles im Detail einstellen. Also haben wir jetzt das Rezept, worauf wir hinarbeiten in unserer Einstellung, haben wir fixiert. Dann geht es jetzt darum, die richtige Ausrüstung dafür auszuwählen. Und was ich damit meine, wir haben einen Tamper, wir haben einen Sieb und wir haben eine Kombi von beidem. Und wenn ich sage, ich möchte 18 Gramm in mein Sieb pfeffern, dann muss das Sieb auch die richtige Größe dazu haben. Es kann zu klein sein, das Sieb, oder es kann zu groß sein. Wenn es zum Beispiel zu groß ist, das Sieb, also wenn zum Beispiel von dem Kaffee mit der Malung und so weiter 20 oder sogar 22 Gramm drin Platz hätten, dann dosieren wir 18 Gramm und wir haben nach der Brühung ein ziemlich schlammiges Ergebnis auf meinem Pack. Und das führt zu ein paar Problemen. Also schaue ich da, dass ich vielleicht ein kleineres Sieb nehme mit meiner 18 Gramm Dosierung, dass nach der Brühung der Kuchen ziemlich trocken ist. Der Kuchen darf aber auch nicht zu voll sein, respektive das Sieb darf nicht zu voll sein, weil das führt zu ganz anderen Problemen. Wenn ich in den Sieb das physisch ein bisschen zu wenig Platz hat, zu klein ist, vielleicht nur 16 Gramm drin Platz hätte und ich dosiere da 18 Gramm Kaffeepulver mit rein, dann steht Kaffeepulver oben an der Dusche an. Wenn ich den schon einspanne, ich starte meine Brühung, da kommt Wasser rein und das Wasser hat oben gar keinen Platz mehr und gar keine Zeit, damit sich der Kuchen ausdehnen kann, sauber abdichten kann. Und da gibt es verschiedene Arten, wie du das erkennst. Für mich das wichtigste oder das entscheidende Kriterium, wenn ich einfach immer Channeling habe rund um den Kuchen und ich bringe das Channeling nicht weg. Für mich ein Indiz, dass das Sieb zu klein ist, zu viel da drin ist und da gibt es ein separates Video, das ich dir einmal hier verlinke. Also jetzt an die Mühle und das erste, was ich bei einer Mühle mit einem frischen Kaffee drin mache, ist einmal ein paar Kaffeebohnen durchmalen. Da reicht wirklich 5, vielleicht 10 Gramm, je nach Mühle. Aber da geht es nur darum, dass der Totraum innen drin das alte Kaffeepulver draußen ist, gefüllt mit frischem Kaffee. Und ich starte da jeweils so, dass ich beim Mahlgradrad eigentlich gar nichts mache. Ich schaue mal, wo wir landen, weil meistens kann man eh nicht vom Mahlgradrad ablesen, wo wir gerade stehen und irgendwie eine Referenz auf den Kaffee, die Dosierung oder die Maschinenkombi ziehen. Das heißt, ich lasse das mal für den ersten Versuch so stehen. Und jetzt wirklich der Top-Tipp, den habe ich am Anfang echt lange Zeit ignoriert oder nicht geglaubt oder nicht gebraucht oder war mir zu aufwendig oder was auch immer. Die Waage, die Kaffeewaage. Und eine Kaffeewaage bringt echt einige Vorteile mit sich. Wenn du ein 18 Gramm Sieb hast und du weißt auch wirklich dank der Kaffeewaage, dass da 18 Gramm Pulver drin sind, dann bringt das ultra viel Konstanz.
Nicht, dass du das bei jedem Shot machen musst, aber mindestens bei der Einstellung gehe ich wirklich so vor, dass ich immer 18 Gramm Pulver in meinem Siebträger drin habe. Und so bekomme ich ein Gefühl dafür, wie voll darf oder soll mein Sieb sein. Und ich bringe extrem viele Schwankungen raus und bringe somit auch meinen Espresso in der Tasse viel besser und viel konstanter hin. Das heißt, wenn du eine Waage zu Hause hast, eine Küchenwaage, eine Espresso, eine Kaffeewaage, was auch immer, benutzt das Ding. Und wenn du sogar eine Single-Dose-Mühle hast, das ist eine Mühle, bei der du einzelne Portionen vorher als Bohnen auf deiner Waage mit einem Becher abwiegen kannst, einzeln durchmahlen kannst und dann vorne das fertige 18 Gramm schwere Pulver dosiert bekommst, dann geht das sogar noch ein bisschen besser vom Handling her. Muss nicht sein, geht nicht bei jeder Mühle, aber dazu haben wir dir auch ein separates Video gemacht. Also als erstes entweder den Becher auf die Waage, 18 Gramm Bohnen abwiegen, einmal durchmalen, wieder in den Becher oder gleich direkt den Siebträger auf deine Waage, sofern er Platz hat, an die Mühle und schauen, bis ich 18 Gramm Pulver direkt in meinem Siebträger drin habe. Hier ein Tipp, schau wirklich darauf, dass der Siebträger kochend heiß, sauber vorgeheizt ist, dass die Maschine einmal komplett durchgängig aufgeheizt ist, weil nichts macht bei den ersten paar Espresso so richtig Sinn, wenn die ganzen Geräte noch kalt sind, wenn der Siebträger vorhin mit kaltem Wasser ausgespült wurde. Das hat einen riesen Einfluss auf die Brühung, auf den Geschmack und auf die Temperatur in der Brühung. Und da bringst du nochmals ultra viel Konstanz rein, wenn du das Zeug wirklich richtig durchgängig aufheizt. Kennst du schon unser Home Barista Handbuch? Darin haben wir dir alles, was du wissen musst für perfekten Espresso, Cappuccino und Co. zu Hause zusammengefasst. Den Link dazu einmal unten in der Beschreibung. Du kannst es dir gratis herunterladen, zu Hause ausdrucken und Spaß haben damit. Und jetzt weiter mit dem Video. Egal ob Single Dosing oder direkt in den Siebträger, wir haben jetzt Pulver in unserem Siebträger drin. Und jetzt, super wichtig, ist eine saubere Packprep. Das führt dazu, dass wir eine gleichmäßige Extraktion in unserem Siebträger drin bekommen, also im gesamten Kaffeepulverbett sauber extrahiert wird. Und ich verteile dazu gerne von Hand mit einer leichten Klopfbewegung auf dem Siebträger. Es gibt auch zahlreiche Tools, die dir das Leben dort vor allem am Anfang einfacher machen. Wir haben dann WDT, ein Distribution Tool, sieht aus wie ein paar Nadeln. Das löst Klumpen, wenn du Probleme hast, dass deine Mühle mit den Kaffeebohnen zusammen ein klumpiges Mahlgut auswirft. Die bringst du so ziemlich einfach weg. Da gibt es auch noch einen Trichter oben drauf, wo das Ganze noch ein bisschen einfacher geht. Das nächste Tool, was dir hilft, das Pulver sauber im Siebträger zu verteilen, wäre so ein Leveling-Tamper. Einmal draufsetzen, drehen und das verteilt dann das Kaffeepulver einigermaßen homogen in deinem Sieb. Handtechnik würde ich nie verzichten, das würde ich immer machen, aber ist eine Zusatzhilfe. Und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Tampen. Tampen, da gibt es auch tausende verschiedene Tamper, wichtig, dass die richtige Tampergröße zum Sieb passt, also der richtige Durchmesser, damit wirklich bis an den Rand getampt wurde und der Kaffeekuchen durchgängig fest in deinem Siebträger drin steckt. Beim Tampen selbst, da gehen die Meinungen auseinander, ich sehe das recht einfach, solange du einmal so gerade wie möglich, also horizontal, wirklich nicht schräg tampen, sondern gerade, und einfach so lange tampen oder so fest tampen, bis du unten angekommen bist. Du merkst das, du drückst nach unten und irgendwann geht es halt nicht mehr. Dann ist der Kuchen bereit, gar nicht mehr tampen nötig. Einfach komprimieren, egal ob 20, 30, 40 oder mehr Kilogramm. Und dann lassen wir die Maschine mit 9 Bar Druck den Rest für uns erledigen. Das letzte, was ich jetzt mache, bevor wir ans Brühen in der Maschine gehen, einmal oben den Siebrand, die Nasen putzen, dass wir da keinen zusätzlichen Dreck in unsere Brühgruppe bekommen. Und jetzt nur noch darauf achten, dass ich den Kuchen jetzt, bis er wirklich eingespannt ist, nicht mehr kaputt mache. Also nicht beim Einspannen den Siebträger an die Brühgruppe schlagen, dass der Kuchen kompakt bleibt, dass da keine Risse reinkommen. Dann je nach Maschinenmodell, das du hast, einmal flaschen. Ich mache das einfach so konstant wie möglich. Ich schaue zum Beispiel, dass ich 2 Sekunden flasche und mache das immer gleich. Und dann ist einerseits die Temperatur
immer gleich, das Brühwasser immer gleich und auch die Dusche oben wirklich sauber und bereit für Extraktionspartys. Also jetzt durchschnaufen, alles bereit machen, einspannen und jetzt schnell und zügig die Waage unter den Auslauf. Auch hier messen wir das Volumen in der Tasse mit der Grammzahl wieder. Tasten drauf, tarieren und jetzt gleichzeitig den Timer und auch den Bezug, also die Pumpe, starten. Und wir extrahieren jetzt Kaffee. Viele meinen, erst dann, wenn die ersten Tropfen raustropfen, soll ich die Zeit stoppen. Das gibt oftmals Fragen, die da auf uns zukommen. Wir machen das immer so, wenn wir die Pumpe starten, dann kommt Wasser mit Kaffee in Berührung. Von dort an extrahieren wir. Dort stoppen wir auch die Zeit. Bringen wir auch reproduzierbar hin, dass wir das messen können. Weil wenn wir erst ab dem ersten Tropfen messen, und das dauert manchmal 5, manchmal 10 Sekunden, es kommt ein bisschen drauf an, dann ist es immer anders. Und 5 Sekunden Unterschied, das hat einen großen Einfluss im Geschmack oder kann einen großen Einfluss im Geschmack haben. Also die Extraktion läuft jetzt und ich schaue eigentlich jetzt nur noch auf die Grammzahl. Wenn wir am Anfang das Rezept gefixt haben und gesagt haben, hey, wir zielen auf 45 Gramm, dann warte ich jetzt einfach, bis wir wieder etwa bei 40 Gramm sind und dann kann ich Timer und Pumpe wieder gleichzeitig stoppen und dann tropft noch ein bisschen Espresso nach und wir landen so bei 45 Gramm in der Tasse. Und auch hier die Waage hilft extrem. Ich kann es gar nicht genug oft betonen. Aber wenn du einen frischen Kaffee hast, dann kommt so viel Crema raus. Oder wenn der vielleicht noch Robusta drin hat, kommt noch viel mehr Crema raus. Oder wenn er dunkel geröstet ist, dann kommt noch viel mehr Crema raus. Und das täuscht im Volumen einfach extrem. Es sieht dann so aus, wie wenn ich einen dreifachen Espresso gezogen hätte. Aber im Gewicht, also im wirklich gelösten Teil in der Tasse, dort sind es vielleicht nur 20, 25 Gramm oder so. Und wenn wir das messen, bringen wir von der Konstanz, von den 18 Gramm Pulver bis zu den 45 Gramm Wasser in der Tasse, einfach die gleiche Stärke hin. Ganz egal, wie frisch oder alt der Kaffee ist, das Verhältnis von diesen zwei Grammzahlen sagt aus, wie der Kaffee nachher schmeckt, wie stark das ist. Und die Stärke, die stellen wir jetzt ein. Und die haben wir gefixt, deshalb auch hier Waage viel, viel einfacher. Und dann haben wir jetzt die Zeit, die da auf unserer Waage steht. Und mit dieser Zeit schauen wir uns jetzt an, was wir an unserer Brühung, an unserem Espresso und an unseren Maschinen verstellen, damit wir uns Schritt für Schritt dem perfekten Espresso nähern. So, dann schauen wir uns also diese Zeit jetzt einmal an. Am Anfang bei unserem Standardrezept haben wir gesagt, hey, ich möchte gerne, dass das in 30 Sekunden passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Zeit habe, die kleiner als 30 Sekunden ist, nehmen wir 15 oder 20 Sekunden, dann weiß ich, dass der Espresso zu sauer, zu schwach oder zu unterextrahiert schmeckt und dass wir da noch ein bisschen mehr Potenzial rauskitzeln und rauslösen können. Wie wir das jetzt machen? Der einfachste Schritt, einfach den Mahlgrad ein bisschen feiner stellen, da braucht es gar nicht so viel. Wir sind schon ziemlich nahe dran, aber wenn die Zeit zu klein ist, Mahlgrad einmal ein bisschen feiner stellen und dann mache ich den ganzen Prozess von vorne nochmal durch, mache alles nochmal genau gleich, gleiches Rezept, gleiche Zahlen und schaue, wo jetzt die Zeit steht. Wenn ich im Gegenteil eine zu große Zeit habe, also sagen wir 40 Sekunden, dann ist der Espresso auch ziemlich langsam rausgetropft, nur so punktweise. Und was wir dann für einen Geschmack in der Tasse haben, ist ein bitteres, ein ziemlich starkes, konzentriertes Ergebnis, also ein kräftiger, bitterer Espresso. Der kann auch schon mal schnell ein bisschen verbrannt schmecken, so ein bisschen lakritzemäßig. Manche haben das gerne und das ist auch voll okay. Aber wenn wir da jetzt den Mahlgrad noch so ein bisschen gröber stellen, dann kann es sein, dass wir dem Espresso so ein bisschen die Bitternote noch nehmen und dass er dann vielleicht für uns ein bisschen besser schmeckt. Ich trinke den ersten Espresso eigentlich fast immer, außer wir sind wirklich extrem weit daneben. Aber wenn er 20 oder 40 Sekunden hat, probier das Ding. Das hat mehrere Vorteile. Erstens ist es Espresso und es sollte getrunken werden. Zweitens trainierst du so deine Sensorik. Plus, wir sind ja erst beim Standardrezept und ich kenne ganz, ganz viele Bohnen oder ich habe das ganz, ganz oft erlebt, dass ich aus Standardrezept gezielt habe,
aber dass dann vielleicht bei 30 Sekunden der Espresso trotzdem noch super sauer war. Und was ich dann machen kann, ich kann von den 30 Sekunden weggehen, vielleicht sage ich dann, die Stärke passt. Und wenn die Stärke passt, dann lasse ich 18 Gramm, ich lasse 45 Gramm in der Tasse. Und ich passe eigentlich nur noch die Extraktionszeit an. Ich gehe dann von 30 auf 35, also Malgrad feiner, nochmals brühen, 35 Sekunden. Und ich probiere dann nochmals. Und wenn es dann besser ist, top. Wenn ich schon zufrieden bin, super. Vielleicht kann ich auch probieren, noch feiner zu malen und auf 40 zu zielen. Und vielleicht überrascht mich das Ergebnis, obwohl es den Standard weit verlässt. Aber es kann sein, dass dir das besser schmeckt und es gibt ganz, ganz viele Espressi, die schmecken bei 40 super lecker oder andere, die kann man erst so richtig genießen mit 20 Sekunden. Es kommt ein bisschen drauf an und ausprobieren lohnt sich. So, und wie gesagt, das wiederhole ich jetzt so lange, bis ich da bin, wo ich sein möchte, bis ich vom Ergebnis in der Tasse überzeugt bin. Und jetzt kommt bei einer On-Demand-Mühle, also wenn du zum Beispiel eine Mühle hast, wo du Timer vorne, die Zeit einstellen kannst, noch der letzte Schritt dazu, einmal den Becher drunter tarieren, schauen, wie viel kommt in der Zeit vorne in deinen Becher und jetzt stelle ich die Zeit oder programmiere ich die Zeit so, damit wir wirklich 18 Gramm in dem Becher drin haben und dann ist eigentlich alles eingestellt. Die Dosierung, der Mahlgrad, vielleicht auch deine Wassermenge an der Maschine, wenn du das programmieren kannst. Und dann hast du einmal das ganze Setup perfekt auf deinen Espresso eingestellt. Eine Klammerbemerkung hier noch zur Mühle. Wieso ich das erst am Schluss mit dem Timer mache oder mit dem Timer einstellen mache. Wenn du feiner mahlst, dann hat das halt einen Einfluss, wie viel Kaffeepulver aus deiner Mühle in der Zeit rauskommt. Also feiner mahlen, immer Mahlgrad verstellen, da kommt immer weniger aus deiner Mühle raus. Und das macht erst so richtig Sinn zu fixieren oder einzustellen, wenn du dir halt sicher bist, dass der Mahlgrad passt, dass das Ergebnis in der Tasse passt und dass wir vom Rezept her das Ding getroffen haben. Und dann fixieren wir als letztes den Timer auf der Mühle und dann brauche ich auch nicht jedes Mal wieder die Waage nach vorne zu nehmen. Aber ist das jetzt schon das Optimum von dieser Espresso-Bohne? Haben wir jetzt schon das Maximum rausgelöst? Es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich. Wie gesagt, als erstes gehe ich da bei meiner Inspektion oder wie vorgehe ich, habe alles auf das Standardrezept eingestellt und jetzt schaue ich mir zuerst an, passt die Stärke. Wenn ich es gern stärker habe für die Bohne, dann erhöhe ich entweder die Dosierung, wenn mehr Kaffeepulver in meinem Sieb Platz hat, oder ich verkürze die Wassermenge, also anstatt 45 Gramm vielleicht nur 40 Gramm. Und das macht die Stärke intensiver, also stärker. Und irgendwann habe ich das gefixt und dann lasse ich das so sein und lasse die zwei Zahlen so stehen. Und dann weiß ich, meine Stärke ist bueno. Als nächstes möchte ich schauen, ist der mir zu bitter oder ist er mir zu sauer? Und da kommt wirklich Sensorik ins Spiel. Je besser du bei deiner Sensorik sagen kannst, was dich stört, desto besser kannst du nachher auch deine Mühle einstellen. Was mir persönlich hilft, wenn ich mir die Zunge vorstelle, ich habe auf der Seite hier habe ich alle Rezeptoren, die mir Säure erkennen. Wenn du zum Beispiel einen Apfel isst oder in eine Zitrone beißen würdest, dann läuft dir auf der Seite das Wasser zusammen. Das ist Säure. Und das Gleiche spürst du auch im Kaffee, einfach vielleicht ein bisschen weniger konzentriert. Auf der anderen Seite ist Bitterstoff das, was du hinten so ein bisschen fast schon im Rachen spürst. Also hinten auf der Zunge bleibt dann vielleicht ein pelziger, hartnäckiger Film auf deiner Zunge oder es bleibt einfach so eine Trockenheit auf deiner Zunge zurück. Wie wenn du eine Grapefruit isst, Grapefruit-Saft trinkst, dann hast du das Gleiche hinten im Hals. Und das zeigt dir, dass der Espresso wahrscheinlich ein bisschen bitter ist. Wenn du das richtig zuordnen kannst, kannst du dann auch entscheiden, soll ich lieber ein bisschen saurer brühen, also ein bisschen kürzer, ein bisschen schneller, ein bisschen gröberer Mahlgrad, oder möchte ich lieber mehr Bitterstoffe in meinen Espresso bringen, also das Ganze feiner mahlen, länger extrahieren, langsamer extrahieren und das Ganze so ein bisschen Richtung bitter bringen. So gehe ich wirklich bei jeder Kaffeebohne oder bei jeder neuen Maschine exakt vor und das hat mich schon zahlreiche Male
ein Picobello Espresso in der Tasse beschert. Und das führt auch dazu, wenn du das Vorgehen verstanden hast und im Griff hast, dass du nicht jedes Mal zuerst 250 Gramm durchmahlen musst, bis du einmal ein trinkbares Ergebnis in der Tasse hast, sondern vielleicht der zweite oder erst der dritte, aber je nachdem, wie viel Übung das du hast, Espresso ist schon ziemlich trinkbar. Und ich trinke eigentlich fast jeden Espresso auf dem Weg zum perfekten Espresso hin. Wie dir das Ganze richtig gut gelingt, puncto Sensorik, wie du da bessere Entscheide triffst und wie du auch deine Sensorik-Skills aufs nächste Level bringst, dazu haben wir dir eine Übung, das ist der sogenannte Salami-Shot, und dazu haben wir dir ein separates Video gemacht und das verlinken wir dir einmal hier.